Kaum zu glauben, in dieser kleinen Box steckt der Großteil eines Kraftwerks. Die Software vernetzt über 2500 verschiedene dezentrale Energieerzeuger und leitet den Strom bedarfsgerecht weiter. Ob Wind, Wasser, Sonnenenergie, Biogas oder Kernkraft, von Köln steuert die Leitwarte mit der Nextbox via Mobilfunk Erzeuger und Verbraucher an und reguliert so die Verfügbarkeit. Schwankender Stromverbrauch wird damit ausgeglichen. Next Kraftwerke war damit Vorreiter auf dem Regelenergiemarkt und ist zum ersten Mal auf der Hannover Messe. Es ist auf beiden Seiten ein starkes Wachstum zu sehen. Einerseits ist die Anbieterzahl sehr stark gestiegen. Wir sind mit vielen Wettbewerbern auf den Märkten unterwegs. Das hat sich in den letzten 5 Jahren sehr viel entwickelt. Mit dem erfreulichen Effekt, dass die Preise gefallen sind. Das ist natürlich für uns erstmal was, womit wir zurechtkommen. Aber was dem Netznutzer sehr großen Nutzen bringt. Die Bundesvorsitzende vom Bündnis 90 Die Grünen, Simone Peter, überzeugt sich persönlich von der Innovationskraft der Energieunternehmen. Ja, der Eindruck ist und bleibt, dass die Hannover Messe eine wichtige Leitmesse für technologische Entwicklung ist. Und ganz besonders im Bereich der dezentralen Energieversorgung sind die Sprünge zu beobachten, die in den letzten Jahren, Jahrzehnten gemacht wurden. Was das Thema erneuerbare Energien angeht, die Energieeffizienz, intelligente Stromnetze, Stromvermarktung, Elektromobilität, ist ein weites Feld und das zeigt, wie leistungsfähig Deutschland ist. Eine Weltneuheit ist das Wellenkraftwerk von Sinnpower, welches aus Meereswellen Strom erzeugt. Schwimmkörper übertragen die Bewegungsenergie auf einen Lineargenerator. Der erste Prototyp kommt im nächsten Jahr ins Meer. Zukünftig soll er Menschen an allen Küsten der Welt günstig, zuverlässig und einfach mit erneuerbarem Strom versorgen. Diese Generatoren, die normalerweise die Kunden versorgen, die wir erreichen wollen, da haben Sie Stromgestehungskosten von ca. 50 Cent pro Kilowattstunde oder aufwärts. Es ist sehr, sehr teuer, da in den entlegenen Gegenden, wo wir hingehen wollen, bis jetzt der Diesel noch angeliefert werden muss und die Wartungskosten der Generatoren sehr hoch sind. Das wollen wir ändern, indem wir den Meeresstrom nutzen, die Meereswellenenergie, die kostenlos zur Verfügung steht, die sehr kontinuierlich ist. Der Transport von Windenergieanlagen stellt Hersteller vor neue Herausforderungen. Enercon präsentiert dazu seine neue Modellfamilie mit einem modularen Gondeldesign. Es spart Produktions-, Transport- und Montagezeit und ist geeignet sowohl für Schwach- als auch für Starkwindstandorte. Einen Großteil des Stroms selbst erzeugen. Das können Verbraucher mit dem neuen Brennstoffzellenheizgerät Vitovalor 300P. Geeignet ist es für Gebäude mit niedrigem und mittlerem Energieverbrauch. Intelligente Netze und dezentrale Stromversorgung. Darüber diskutieren Experten noch bis zum 17. April im Energieforum auf der Hannover Messe. Smart, effizient und leistungsstark sollen die Lösungen von morgen sein. Und das für den besten Energiemix.